In unserem Alltag wird die Bauchmuskulatur sehr wenig beansprucht, egal ob das beim Laufen, beim Sitzen oder beim Stehen ist. Wir zeigen euch heute, wie ihr aktiv eure Bauchmuskulatur trainieren könnt. Los geht's! Erste Übung ist der sogenannte V-Crunch. Dafür nutzt ihr wieder eine Matte, ein bisschen Platz im Raum, Füße sind in der Luft, die Arme sind ruhig seitlich und dann versucht ihr, Knie und die Arme jeweils anzuziehen. Ruhig voneinander weg und ruhig wieder zum Körper ziehen, ohne dass ihr absetzen müsst. Noch 3 Wiederholungen. Noch 2. Und eine letzte. Gut. Kurze Pause. Die nächste Übung nennt sich Reverse Crunch. Dafür müsst ihr euch einmal auf den Rücken legen. Die Arme sind seitlich. Und jetzt gehen nur die Füße locker entspannt nach oben. Auch hier achten, dass ihr gerade bleibt. Wichtig ist, dass die Hüfte den Boden verlässt. Vier Wiederholungen. 2. Und eine letzte. Gut. Übung Nummer 3 von 8. Jetzt begeben wir uns in die normalen Crunches. Ich mache das ganz gerne, dass ich meine Füße hier oben im 90-Grad-Winkel anwinkel, über Kreuz nehme, die Hände an die Seite und dann nur hier oben den oberen Rücken vom Boden nehmen. Die Beine versuche ich dabei relativ ruhig zu halten. Noch 4. 2. 1. Und Stopp. Bei der vierten Übung geht es darum, dass ihr wieder hier euch ein bisschen abstützen könnt, um mehr Stabilität zu haben. Nennt sich Flutterkicks. Und jetzt gehen die Beine vom Boden und gehen übereinander zur Seite. Am Anfang könnt ihr noch etwas langsamer machen und dann könnt ihr versuchen, die Intensität und Geschwindigkeit zu erhöhen. Auf 5. 2. 1. Und Stopp. Übung Nummer 5. Suitcase Crunch. Dafür liegt ihr ausgestreckt am Boden und versucht jetzt gleichzeitig, ja, mit den Beinen und Armen entgegenzukommen. Und wieder voneinander weg. Ihr könnt dabei absetzen oder die Beine in der Luft halten. In der Luft ist natürlich etwas schwieriger, aber auch das ist machbar. Übung Nummer 6, Leg Raiser. Wieder auf den Rücken, Hände wieder an die Seite und versuchen die Beine so weit es geht runterzunehmen, ohne abzusetzen. Ruhig hier drüber ziehen. Und Stopp. Vorletzte Übung. Liegen wir mit allen Vieren entspannt auf dem Boden. Und jetzt versuchen wir, die Diagonalen, linkes Bein, rechten Arm in der Luft zusammenzuführen. Ihr könnt dabei leicht mitgehen. Versucht mal, dass die Hand den Fuß berührt. Eine letzte Übung habe ich noch. Kennt ihr alle? Das sind die normalen Sit-Ups. Achtet darauf, dass die Fersen aufgesetzt sind, dass wir den Hüftbeuger wieder rausnehmen.
Die Arme können verschränkt hier vom Körper oder an der Seite sein. Und dann versucht ihr hier hochzukommen. So, ich bin schon sehr geschwitzt. Ich hoffe, ihr auch, wenn ihr den Bauch aktiv bewegt. Viel Spaß beim Nachmachen.